Hörspielfreunde, lasst uns mal über die neueste Folge der drei Fragezeichen sprechen. Und zwar über die Folge Nummer 218 mit dem schönen Titel Im Netz der Lügen. Ob die Folge wirklich voller Verstrickungen ist und voller Verwirrungen und dann am Ende eine grandiose Story bietet, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt darauf. Viel Spaß mit dem Video. So, was geht ab, liebe Hörspielfreunde, und herzlich willkommen zur eigentlich ersten Hörspielkritik hier auf diesem Kanal. Denn eigentlich dreht es sich hier rund um Filme und das wird auch weiterhin so sein, aber ich möchte jetzt auch noch Hörspiele hier mit ins Programm nehmen. Und zwar wird es hier ab und an Hörspielkritiken zu den neuesten Folgen, zum Beispiel von den drei Fragezeichen, geben, aber wir reden auch über TKKG, über John Sinclair, vielleicht auch über Geisterschocker. Gibt ja noch unzählige andere Serien, ne? Dreamland, Grusel, Gruselkabinett, da gibt es noch einiges. Schreibt mir mal eure Lieblingshörspielserie in die Kommentare und welche ihr gerne hier behandelt haben möchtet. Und vielleicht habt ihr ja auch so Wunschfolgen, die schon etwas älter sind, die schon etwas draußen sind. Vielleicht möchtet ihr auch die gerne nochmal hier in Form einer Kritik behandelt haben. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen und vielleicht kann ich diesem Wunsch ja nachkommen. So, für alle Filmfreunde, vielleicht interessiert ihr euch ja auch für Hörspiele, schaut auf jeden Fall mal zu und eine ganz klare Empfehlung geht auf jeden Fall schon mal an die drei Fragezeichen im Allgemeinen raus. Heute reden wir aber über Folge 218 Im Netz der Lügen. Ja, eine Einbruchserie zieht sich durch Rocky Beach und es ist eine seltsame Einbruchserie, weil der oder die Einbrecher hinterlassen immer wieder etwas zurück, anstatt etwas zu stehlen. Was steckt dahinter? Ein Fall, der relativ unspannend beginnt, der sich aber dann doch immer weiter entwickelt und somit befinden wir uns dann plötzlich, als die Einbruchserie nicht abreißt und es immer wieder zu anderen Fährten kommt, im Netz der Lügen. Und genau dieses müssen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aufklären und begeben sich dabei in größte Gefahr. So viel zum Inhalt dieser Geschichte. Ich habe sie ein bisschen anders wiedergegeben, als es auf dem Klappentext steht, aber mit meinen eigenen Worten. Und reden wir ganz kurz über den Cast. Der ist eigentlich typisch besetzt, wie immer bei den drei Fragezeichen. Wir kennen die drei Sprecher der Jungs und die sind ja auch schon ewig dabei. Tatsächlich schon seit der ersten Folge der 80er, der Super-Papagei. Seitdem hat sich dieser Cast hier nie verändert, was ich persönlich wirklich toll finde. Finde ja schade, dass es bei TKKG zwei Sprecher dann nach und nach ausgetauscht werden. Aber das ist eine andere Thematik. Beziehungsweise eigentlich wurde ja nur ein Sprecher ausgetauscht, das andere war ja leider ein schwerer Schicksalsschlag bei TKKG. Aber darüber reden wir dann ein anderes Mal, wenn es um TKKG geht. Heute geht es ja um die drei Fragezeichen. Hier wirklich, wie immer, ein super besetzter Cast. Das hat mir gut gefallen. Auch die Nebensprecher sind alles namhaft auf jeden Fall. Und es könnt ihr ja alles nachlesen, zum Beispiel im Internet. Oder auch, wenn ihr euch die CD holt, tatsächlich noch, dann könnt ihr auch dort natürlich nachlesen, wer hier jetzt genau dabei ist. Auf jeden Fall sind es wie immer namhafte Sprecher, die ihren Job auch wirklich gut machen. Da fällt mir keiner auf, der hier wirklich fehl am Platz ist. Wie immer top besetzt. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Und ich muss sagen, ich fand die Folge in Ordnung. Es ist auf gar keinen Fall eine Drei-Fragezeichen-Folge, die ich mir jetzt immer anhören könnte, weil sie meiner Meinung nach erstens ein bisschen länger braucht, bis sie da wirklich in Fahrt kommt, was gar nicht schlimm ist, weil das haben wir ja bei einigen Hörspielen, aber dann an der einen oder anderen Stelle meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Potenzial verschenkt. Woran liegt das? Wir haben eine ganz gute Grundstory mit dieser Einbruchserie, die sich dann auch relativ schnell, ist ja übrigens spoilerfrei, ganz logisch natürlich, also ihr könnt euch das Hörspiel noch anhören im Nachhinein, ich werde hier nichts Wichtiges spoilern, die Story, die sich aber im Nachhinein dann zu einer etwas, ich sag mal, spannenderen Geschichte entwickelt, weil da noch so ein paar Elemente dazukommen, die dann für eine gewisse Atmosphäre und Spannung sorgen, die allerdings relativ schnell dann wieder abgebaut wird. Wir haben auch einmal tatsächlich ein Element, das hier nach und nach aufgebaut wird, das die drei Fragezeichen dann auch selbst betrifft. Also es geht hier im Prinzip um eine Drohung oder so. Aber das, wie gesagt, möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Auf jeden Fall ist das auch spannend inszeniert und baut natürlich auch nochmal Spannung auf. Meiner Meinung nach wird die aber immer wieder zu schnell aufgelöst, weswegen ich dann am Ende sagen muss, fand ich in Ordnung, hätte man aber können etwas anders, etwas anders darstellen, sodass man dann eben diese Spannung tatsächlich bis zum Ende auch gegeben hat.
Fand ich jetzt zum Teil ein bisschen schwach. Am Ende haben wir eine ganz gute Auflösung, die jetzt nicht wirklich überraschend kommt, weil eigentlich ist es relativ logisch, dass es sich dann im Endeffekt ja, darauf bezieht. Aber da werde ich jetzt natürlich auch nicht spoilern, was dann im Endeffekt dahinter steckt. Aber ich fand auf jeden Fall die Auflösung am Ende in Ordnung. Die war gut. Dieser Titel Im Netz der Lügen ist natürlich dann so ein bisschen verwirrend an der einen oder anderen Stelle. Klar, es hat schon seinen Sinn. Also es kommen immer wieder so falsche Fährten, sage ich jetzt mal, vor. Aber das hätte man können noch so ein bisschen mehr, ja, da hätte man können noch so ein bisschen mehr mitspielen. Und das ist auch genau das, was ich meinte. Ein bisschen Potenzial verschenkt. Wenn man da noch ein bisschen mehr mitgespielt hätte, dann könnte man das Ganze noch ein bisschen spannender gestalten. Ja, so viel dazu mein Fazit. Ansonsten muss ich aber sagen, wie gesagt, die technische Ausstattung hier bei dem Hörspiel ist auch wieder top. Natürlich auch unsere Synchronsprecher sind top und unsere Synchronsprecherin natürlich auch. Und wir haben auch wie immer eine super musikalische Untermalung, dass wir auch von Europa gewöhnt sind. Der Soundtrack ist wie immer echt top. Und ja, am Ende ein solides Hörspiel, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. Für drei Fragezeichen-Fans definitiv. Das ist jetzt aber auch kein Meilenstein der ganzen Reihe ist. Also es ist jetzt kein Hörspiel, das mich wirklich umgehauen hat, muss ich natürlich auch sagen. Also es gibt deutlich bessere Folgen der Reihe. Ja, bisschen Potenzial verschenkt und deswegen bei mir so im Durchschnitt in der Mitte, vielleicht knapp unter der Mitte anzusiedeln. Kein absolutes Meisterwerk, aber auch kein totaler Reinfall. Ein gelungener Teil der Reihe, der ein bisschen Potenzial verschenkt hat, den man sich aber dennoch noch anhören kann. Ja, damit bin ich durch mit meiner Hörspielkritik zu Die drei Fragezeichen Folge 218 Im Netz der Lügen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Hörspiel in die Kommentare, wenn ihr es euch schon angehört habt. Ansonsten wisst ihr ja, wo ihr das zu finden oder wo ihr das findet, natürlich als Audio-CD und natürlich auch bei den ganzen Streaming-Anbietern, bei denen ihr die Hörspiele natürlich auch streamen könnt. Ja, wisst ihr ja Bescheid und hört es euch gerne an, wie gesagt, schreibt mir dann eure Meinung zu in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr hier neu seid und Hörspielfans seid, könnt ihr auch gerne natürlich ein Abo da lassen, das würde mich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann definitiv im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Movie Pyro 911 und ciao. Eat the